Bei den Kerzen ist das gängigste Format und das schönste Format für diesen Kranz ist eine Kerze, die etwa 7 cm Durchmesser hat. 7 cm sollte sie haben. Ja, die haben jetzt 6,8. Also es ist so eine Größe, die sehr schön ist. Und die Höhe sollte 11 bis 13 cm sein. Dann gibt es natürlich mit den Kerzen den Klassiker, den ja jeder gern macht. Ich hoffe, die bleiben jetzt stehen. Ich kann die vielleicht nicht so exakt positionieren, weil ich drahte sie noch nicht fest. Es geht ja jetzt eigentlich nur um die Idee im Moment. Der Klassiker ist natürlich an Kerzen, dass die Kerzen so verteilt sind. Ganz normal auf dem Kranz. Aber es gibt auch andere Ideen, die ich sehr, sehr gerne bei den Kunden, wie ich das sehr gern arrangiere. Manche Kunden, die sehen den Adventskranz nur von einer Seite und die sagen, ach, ich habe den hinten am Tisch stehen, der ist immer so in einer Flucht. Und was ich dann gerne mache, Höhenunterschiede gleiche ich noch mit den Drähten aus, es geht jetzt nur um die Position, um die Theorie. Was ich dann gerne mache, ist natürlich, dass ich die Kerzen hinten am Kranz anordne und dass ich einfach vorne ein bisschen mehr Deko reinmache. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann sind die Kerzen dieser Hintergrund dieses zauberhaften Zapfenkranzes. Es gibt aber noch weitere Ideen. Das ist jetzt also schon eine, finde ich, eine sehr schöne Idee. Gefällt mir auch sehr, sehr gut und finde ich total pfiffig. Gibt noch eine andere Idee. Ich hatte nicht alle Kerzen in allen Größen, aber das ist jetzt ein Altrot. Manche Leute sagen, ich brenne aber am ersten und zweiten Advent die Kerze viel mehr an und dann am Schluss ist dann nichts mehr übrig, wenn man so eine Größe hat oder man muss mit Ersatzkerze arbeiten. Aber auch dafür gibt es eine Lösung und das ist natürlich sehr schön mit dieser Anordnung, die ich gerade gezeigt habe. Das heißt, man macht, ich muss immer aufpassen, dass es nicht fällt. So, also man macht die zwei größeren Kerzen hinten auf den Kranz. Und die zwei etwas kleineren, die macht man hier vorne drauf. Und wenn man dann die Kerzen anzündet, das ist erster, zweiter, dritter, vierter Advent. Und dann brennen die so, naja, fast ein bisschen gleichmäßig miteinander ab. Das finde ich auch sehr schön. Und wenn jemand sagt, ach, das ist mir jetzt immer noch viel zu viel, ich brauche das gar nicht so oft oder ich möchte das noch mehr abstufen, dann kann man tatsächlich auch nochmal hergehen und sagen, für den vierten Advent kann man dann also nochmal eine kleinere Kerze mit ins Spiel bringen, dass man wirklich noch mehr Abstufungen reinbringt, ja, ist auch eine Idee, oder eben von den Kerzengrößen, das kommt wirklich drauf an, wer wie oft Kerzen anbrennt, ja, dass man von den Kerzengrößen wirklich also dann die kleinere Variante nimmt und sagt, das genügt mir und mehr brauche ich nicht, weil man kann die Kerzen ja danach auch sehr schön ins Windlicht stellen. Aber es gibt Leute, die brennen ihre Kerzen vom Adventskranz nie vollends ab. Und für die ist natürlich so eine Lösung sehr schön. Wichtig ist nur bei den Größen, die Kerze sollte nicht zu dünn sein. Die sieht nicht schön aus auf diesem schönen Zapfenkranz, sondern die braucht schon eine gewisse, ja, eine gewisse, ich sag mal, einen Durchmesser von, ich rate zu 7 cm, 7 bis 8 cm. Das ist auf jeden Fall ratsam. Und dann gibt das auch ein Bild, weil wir haben ja auch mit den Zapfen keine kleine Basis. Ja, es ist schon edel, stattlich natürlich und da sollten auch tolle Kerzen drauf. Habe ich meine Kerzen ausgesucht und auch deren Größen, stellt sich natürlich die nächste Frage, wie befestige ich diese Kerzen am besten? Ich brauche einen
einen starken Draht. Am besten ist ein 16er oder 18er Durchmesserdraht. Wir nehmen den schwarzgeglühten und hier kommt wieder eine gute Drahtschere ins Spiel und ich schneide Stückchen, die etwa, naja, kommt drauf an, wie lang die Finger von jemand sind, so lang wie der Zeigefinger sind. Ja, ich kann nochmal einen Zollstock holen. Also so fingerlange Stückchen. Und ich schneide auch die Stückchen mit der Drahtschere leicht schräg, weil wenn ich die leicht schräg schneide, dann kann ich die besser, bekomme ich die besser in den, ja, sowohl in die Kerze als auch in den Strohrömer rein, weil wenn ich die so stumpf gerade abschneide, dann gehen die nicht so gut rein. Wenn sie zu kurz sind, ist es nicht gut. Und wenn sie zu lang sind, dann ist es auch nicht gut, weil wenn sie zu lang sind, dann können sie sich verbiegen. Folglich hole ich jetzt doch noch mal kurz den Zollstock, weil ich möchte ja nicht so vage Angaben machen, sondern ich möchte doch was Genaues. Also ich habe die gemacht so 6 bis 7 cm lang. Ja, das sind die Stückchen in etwa, die Drahtstückchen. Und wir nehmen, also wir brauchen 3 Stück pro Kerze. Das heißt, man muss jetzt erstmal 12 Drahtstückchen schneiden. Und also ich mache da jetzt nicht jedes mit dem Zollstock. Und irgendwann, man hat dann auch mal die Länge raus. So, jetzt haben wir 3, 6. So, jetzt haben wir 12 Drahtstückchen. Und unsere Kerzen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal eine Kerze, die brennt, um die anderen Kerzen auch befestigen zu können, sprich um den Draht heiß zu machen. Kerzen sind auch ein bisschen empfindlich, vor allem je heller die Kerze, desto empfindlicher. Da ich die Kerze jetzt umdrehe, nehme ich erstmal ein weiches Tuch, ein sauberes weiches Tuch, drehe die Kerzen um und stelle mir die mal hier hin. Und nicht auf diese moosvergrusselte Arbeitsfläche, auf die dreckige, die Kerzen stellen und nehme die Kombizange. Und erhitze das untere Stückchen, also ich vom Draht. Ich gehe in die Spitze der Kerzenflamme, da ist die Kerzenflamme hat am meisten Temperatur, mache den Draht heiß und mit der Kombizange kann ich die natürlich wunderbar greifen und da macht es mir auch nichts aus, dass es ein bisschen warm wird und gehe, das geht jetzt wie Butter und stecke den Draht in die Kerze ein. Ich habe hier das Plättchen von der Sicherheitskerze, da gehe ich nicht rein, sondern ich gehe so ein bisschen daneben, sonst komme ich natürlich nicht durch, aber auch nicht zu weit an den Rand, weil sonst bricht der Rand der Kerze ab. Kommt wieder unser berühmter Zollstock ins Spiel. Es ist, ich habe es auch geschätzt, es ist etwa 1 Zentimeter, 1,2 Zentimeter vom Rand entfernt, füge ich den Draht in die Kerze ein. Ich gehe auch etwa nur 1 Zentimeter mit dem Draht in die Kerze rein, also auch nicht zu tief, sonst, wenn ich die Kerze abbrenne, dann habe ich irgendwann die Drähte so schnell da stehen. Also es reicht, wenn man dann so einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter reingeht und durch dieses Erhitzen funktioniert es natürlich wunderbar. Ja, und so mache ich das jetzt mit allen Kerzen, das heißt für jede Kerze 3 Drähte und versenke also auf die Art und Weise meine 12 Drahtstückchen in den Kerzen. Durch die Kombizange habe ich natürlich auch einen super Hebel, dass ich das gut anpacken kann. Und dann auf jeden Fall nochmal stehen lassen, das Wachs abkühlen lassen. Das ist jetzt natürlich leicht geschmolzen, dadurch, dass ich das heiße Wachs einfüge. Also nicht sofort die Kerze auf den Strohrömer machen. Das ist ganz wichtig, sondern etwas warten. Die Wartezeit geben wir ja auch den Kerzen zum Abkühlen, indem wir jetzt die nächsten machen. Und so auf diese Art und Weise bekommen sie auch ihre nötige Zeit. Also wichtig an der ganzen Geschichte mit den Kerzen ist auch, diese Drähte nicht zu tief in die Kerze rein, sonst geht man auch das Risiko ein, dass die Flamme den Draht irgendwann als Ersatzdocht nimmt, ja, und dass die Kerze weiter an dem Draht brennt. Aber man soll Kerzen eh nie unbeaufsichtigt brennen lassen,
Insofern, aber die nicht so tief reinmachen. Ich gucke jetzt auch nochmal. Die haben jetzt 5,5 cm, also ich bin wirklich 1 cm in die Kerze reingegangen nur. Also gar nicht so tief. Ansonsten, wenn man nicht so einen festen Draht hat, kann man theoretisch auch dünne, lange Nägel, bei denen man den Kopf abzwickt, kann man auch nehmen. Das ginge auch als Alternative. Die Drähte sollen nicht länger sein, weil das Risiko ist, wenn ich die Kerze jetzt hier ansetze, ich suche mir jetzt meinen Platz im Strohrömer, und wenn ich die Kerze ansetze und die Drähte sind so lang, und wenn ich dann die Kerze reinmachen will, dann verbiegen sich leider die Drähte, wenn die so lang sind. Ich setze das jetzt an und klopfe mit der flächigen Hand, ja, mit der flachen Hand, klopfe ich die Kerze rein. So, und sie sitzt perfekt. Vorteil der Drähte ist, wenn ich jetzt merke, ich hätte sie gerne noch ein bisschen anders, dann kann ich die natürlich jederzeit nochmal einfach ein bisschen justieren. Ja, das ist natürlich super. Dann suche ich mir erstmal das Gegenüber. Genau, ich fange schon an zu justieren. Aber das ist der Vorteil. Die ist jetzt natürlich auch perfekt reingegangen. Und genauso ist es auch mit den anderen, weil das war jetzt wirklich eine gute Länge. Es macht auch nichts aus, wenn die Drähte einen Tick kürzer sind. Ja, es macht es eher einfacher. Und ich habe schon ganz oft in den Workshops erlebt, dass die Kerzen eben, ja, dass sich die Drähte umgebogen haben. Und dann eigentlich im Zweifel darf man anfangen, das Ganze wieder von vorne zu machen, weil verbogene Drähte lassen sich dann leider nur noch schwer, ja, lassen sich nur noch schwer einarbeiten. Und ich klopfe bewusst so mit der flächigen Hand ganz grad, ja, also nicht, ich drücke das nicht, sondern ich setze das an und klopfe mit der flächigen Hand ganz gerade die Kerze rein. Und passend zum Video folgen Sie auch alle brav und gehen auch schön rein. Das ist super. Und wenn man jetzt merken würde, eine Kerze müsste jetzt doch noch 1, 2 cm nach links oder nach rechts, dann kann man das natürlich auch problemlos machen, sie wieder rausziehen. Und kann sie einfach nochmal reinmachen, nebendran. Ja, da kann man sie auch sehr gut befestigen. So, klopf, klopf, klopf. Dann gucke ich nochmal nach der Höhe, dass die alle auch gleich sind. Aber das sieht jetzt ziemlich perfekt aus. Und so bin ich jetzt eigentlich schon ganz zufrieden. Die Kerzen sitzen jetzt. Erste Sahne. Ich hätte gerne jetzt noch einen frischen Kick für diesen Zapfenkranz. Frische bringt ja das Moos. Das ist schon, finde ich, ganz toll. Aber mir fehlt natürlich noch so ein bisschen Detailarbeit. Frische kann ich entweder ich würde entweder oder machen. Entweder ich nehme noch ein bisschen Moos dazu und setze auf das Moos Semper Vivum, also die Dachwurz. Das heißt, ich nehme hier etwas mehr Moos, ja, damit es noch so ein bisschen mehr Volumen bekommt. Nehme die Dachwurz. Zupfe natürlich trockene Blättchen ab, ja, das ist von Natur aus halt so. Mach ein bisschen Erde ab und setze die Dachwurz dazwischen. Ja, finde das wunderschön. Ja, man kann also diese Dachwurz, ja, diese Grünpflanze ganz toll verwenden und kann sie auf dem Kranz auch dann überall, wo solche Lücken sind, kann man diese Dachwurz sehr schön dazwischen setzen. Man kann die Pflanzen auch nach Weihnachten theoretisch noch, man kann die im Garten nochmal mit Moos flächig auslegen. Mit Feuchtigkeit kann es sein, dass die sogar weiter wachsen. Man kann das also probieren. Ich habe es auch verschiedentlich auf Grenzen gemacht. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber das ist also eine sehr, sehr schöne grüne Variante. Ich klebe es jetzt nicht fest, weil ich möchte noch eine zweite Variante auch zeigen. Wie man diesen Kranz auch noch sehr schön ausgrünen kann mit dem typisch weihnachtlichen Grün. Aber ich liebe auch Dachwurz. Und Dachwurz hält sehr, sehr gut. Es gibt auch
Echeverien, die halten leider nicht. Das habe ich letztes Jahr getestet. Mit denen funktioniert es leider nicht so gut. Ich gehe jetzt einfach ein neues Segment, nachdem ich das eine gezeigt habe. Nee, ich gehe andersrum. Ich mache das so. Dann sehen wir nämlich nachher beide nebeneinander. Das ist die schönste Variante. Ich nehme Metallkrampen, diese kleinen Krampen, die es gibt in der Floristik auch. Ja, also, oder auch Efeunadeln gehen auch. Oder du nimmst einfach ein Stück Draht, biegst daraus ein U-Stück und nimmst das, also nimmst den Draht. Ich zeige das mal mit Draht. Moment. Die Ideen kommen ja auch immer erst viele Ideen kommen im Filmen. Ich kann auch einfach einen Draht nehmen. Hier einen festen Draht, mit dem ich die Kerzen befestigt hatte. Nehme so ein Stück. Ja, dann brauche ich nämlich nicht zweierlei Draht kaufen. Nehme so ein Stück, biegt das wie so eine Haarnadel, ja, so ein U-Stück. Und auch mit diesem Stück kann ich dann, wenn ich mir ein Stück Muschelzypresse schneide, die Muschelzypresse einfach feststecken. Vorteil des Drahtens, wenn die Muschelzypresse trocken ist, dann kann ich sie theoretisch, genau, muss man ein bisschen, braucht man ein bisschen Kraft in den Fingern. Oder man nimmt einfach die Kombizange und klopft es fest oder drückt es fest. Zack, ist es drin. So. Und kann das also auch mit diesem Draht feststecken. Das geht also auch sehr gut und hat dann so ein buschiges, ja, natürliches Grün mit der Muschelzypresse. Kann es also so schön buschig ausgestalten. Finde ich auch toll, weil dann hat es natürlich ein ganz tolles Leben, dieser Kranz. Und ich brauche ja auch noch ein bisschen Platz für Deko später. Das heißt, hier kann man natürlich auch sehr gut Deko drauf machen. Oder wenn man noch eine gute Fläche zum Befestigen der Deko braucht, kann man hier einfach ein bisschen Moos draufkleben. Aber das sind so die zwei Begrünungsvarianten von dem Kranz, die beide sehr schön aussehen. Ich finde, dass das Sempervivum, also die Dachwurz, die sieht sehr gut aus zu cremefarbenen Kerzen mit cremefarbener Deko. Ja, also das ist dann auch so als Deko-Beispiel. Gefällt mir zu den hellen Tönen besser. Zu Rot, zu kräftigen Farben würde ich eher eine Muschelzypresse. Muschelzypresse ist eine ganz edle Konifere, wächst sehr, sehr, sehr langsam und ist dadurch auch unheimlich wertvoll. Und also wächst wirklich im Schneckentempo und hat diese schöne ja, Muschel, wahrscheinlich weil sie so fast im kreisförmig wächst, hat diese schöne buschige Erscheinung. Es ist traumhaft. Also es ist eigentlich das schönste Grün für diese Farbe Rot, für diesen tollen Kranz. Das sind meine Grünvorschläge gewesen. Thank you.
für so einen schönen Kranz ist das eine, denke ich, wirklich tolle Anleitung und ich würde mich freuen, wenn du in meiner Online-Floristikschule weiterschaust.